Hallo allerseits, hier ist wieder Stricky. World of Tanks ist angesagt. Forgotten Tanks. Die alten, verrotteten, verstaubten Panzer. Wir befinden uns hier auf Redfield. Und ja, war gar nicht so geplant, dass ich das schon mit dem Update 1.0 verbinde. Also wir sehen hier Redfield in HD. Der Panzer 4 Schmalturm, den gab es damals im In-Game-Shop. Bis 2015 irgendwann, dann haben sie den rausgenommen. Ja, ist ein Panzer 4 mit dem Turm vom Panther, mit diesen schmalen Pantherturmen, ne? War damals von Krupp so ein Experiment oder haben versucht, den Panzer 4 aufzuwerten, aber da ging nach hinten los. Das hat das Fahrwerk gar nicht ausgehalten. So, ich versuche hier hinten auf dem Berg zu campen, versuche ich, aber ist immer schwierig. Den Panzer, den man sieht schon, der ist nicht der mobilste, ganz so schnell, wie man es gerne hätte, ist er nicht. Und hat aber eine ganz gute Kanone, Tarnwert ist auch ganz gut. Ich habe mir auch noch so ein Tarnnetz drauf geklatscht. Und wie man sieht, ich Sniper und Sniper, aber durch den Berg kann ich auch nicht schießen. Sichtweite hat er vom Grund her 370. Ich wollte mir eigentlich die Optik noch drauf machen, das habe ich ganz vergessen. Also ich habe einen Ansetzer noch mit drauf und die Lüftung. Wobei ich jetzt bei einer, ja, hier habe ich geguckt, was da am Himmel fliegt, Entschuldigung. Ist schon Wahnsinn, die Karten. Und hier merke ich, ich brauche hier nicht snipern, denn auf der 1er 2er Linie drücken die so auf die Burg. Da werde ich keinen Gegner vor die Flinte kriegen, also will ich mal gucken, dass ich in der Mitte mithelfe. Obwohl der Berg auch ganz gut besetzt ist. Auf der 9er 0er Linie, da sieht es ein bisschen schwach aus, aber ich bin ja guter Dinge. Ich meine, IS und T29 und meine Top-Tiers hier in dem Team, die sind da drüben. Die werden schon was reißen, hoffentlich. Oh, hier fliegt die Mauer weg. Oh, wie die Brocken hier, wie ich die umherschieb. Oh, und man sieht, er schafft zwar offiziell bis zu 48 km/h und rückwärts waren es, glaube ich, bis 18. Aber ein Berg und das Ganze ist nur noch Theorie. Hat halt nicht viele PS. So, Strukturpunkte 730, die sind auch ziemlich schnell weggeschossen. Oh, Panzerung nicht durchschlagen und dafür eine von da drüben gefangen. Herrlich. So, der tut mir nicht den Gefallen nochmal auch doch jetzt. Und ich schieße in den Dreck. Dreck! Rasen beschädigt. So, T29, den möchte ich jetzt mal kennenlernen hier. Einer sitzt. Ich habe auf Premium-Munition jetzt umgeschaltet, weil das ist mir nicht geheuer mit dem T29. Und er lässt sich auch gerne von mir abschießen, scheinbar. Hat mich einfach nicht wahrgenommen. Das war schön, hat mir gefallen. Das Glück hat man nicht immer. Man ist auch sehr oft, wenn man so vorwärts fährt mit dem Panzer, ist man Opfer. Oh, habt ihr das gesehen an dem Baum? Das gucke ich nochmal. So, das müssen wir nochmal sehen jetzt hier. Ranzoomen und... Oh, Memorial Tree. Oh. So, das ist der Lohn, wenn man sich so einen Baum anguckt, ne? Den Memorial Tree. So, linke Seite scheint fix und foxy zu sein. Jetzt fängt da wieder die schöne Melodie an hier, wenn der Gegner nur noch 5 Mann hat. Wenn der Gegner am Ende ist, vernichten wir ihn mit Musik. Oh, da hinten, Tock. Ach, was mache ich denn hier? Oh, das sieht man schön hier. Mit dem kann man gut snipern. Ich bin aber gleich aufgedeckt, ich Ochs. Aber es bleibt mir übrig. Der Tock schießt in die Richtung. Prallt an mir ab, Gott sei Dank. Da heißt es für mich nur noch schnell irgendwie da runter in die Entdeckung. MT-25 schießt auch noch auf mich.
Jawohl, Abpraller am MT25. Okay. Soviel zu meinen Sniper-Qualitäten. Arti schießt also auch noch von irgendwo. Aber die ist nicht da hinten. Weil AMX 1375 fährt da durch. Oh, treffe ich auch nicht. Verdammte Axt. So, wen haben wir noch? Wir haben die 7er SU, wir haben TOC 2 und irgendwo die Arti. Oh, hier, wie die Granaten fliegen, das sieht aber auch beeindruckend aus. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen da drüben. Abgestürztes Luftschiff. Aha. Wir werden erobert. Die SU ist im Cap. So, Freund Tok. Der achtet auch nicht auf mich. Dann kann ich schön. Und noch einer. Und noch einer. Okay. Scheiße. Jetzt hat er mir eine. So, und da hat man auch gesehen, die Nachladezeit ist nicht schlecht von dem Schmalturm. Also da muss ich sagen, 3, irgendwas Sekunden habe ich Nachladezeit, natürlich mit Ansetzer und Lüftung. Aber fetzt schon. So, Cap ist auch geklärt. Schauen uns dann nur noch mal die Endgame-Stats an. Bis gleich. So, da schauen wir uns noch die sogenannten Endgame-Stats an. Ein Begriff, den es so vorher gar nicht gab, aber das ist jetzt alles so modern aufgekommen. So, au, ich habe sogar eine Anleihe mit diesem Stufe 6 Panzer gewonnen. Wow. Okay, das liegt vielleicht an dem Ding hier. Also eine Leves-Leyu-Medaille. So rede ich immer, wenn ich einen Tee habe. Leves-Leyu. Zerstören Sie zwei gegnerische Panzer. Oder Jagdpanzer mit einem mittleren Panzer. Achso, und die müssen mindestens eine Stufe höher sein. Ja, hat ja ganz gut geklappt jetzt. Und Reino Leves-Leyu war ein finnisches Panzerass, der sieben Panzer und Jagdpanzer zerstört hat. Okay. Cooles Ding hier. Also eine Anleihe, 1,3 Punkte. Ist nicht der erste Tagessieg, wohlgemerkt, 41.000 Credits, die sich natürlich durch mein, hab ja etwas Premium-Munition benutzt, ne, hat sich ein bisschen reduziert. 1, 2 Schaden. Verdammt gut. Vor allen Dingen das meiste ja an dem Tok, der gar nicht auf mich reagiert hat erst. 3 habe ich auseinandergenommen. Und es ist sogar ein bisschen was abgeprallt an mir. Kommt auch vor. Liegt wahrscheinlich doch am Türmchen, ne? Bier sieht auch ganz angenehm aus. Will gar nicht so drauf eingehen, ne? So, 430 abgeprallt. Das ist schon mal ziemlich gut. Na gut, aufgeklärt habe ich jetzt nicht wirklich was. Passt schon. Ich direkt mal gucken hier. Geh mal auf Erforschen. So, der Turm hat, naja, 120 Panzerungen. Okay, ist jetzt nicht so die Messe, ne? Aber ist ein bisschen was abgeprallt. So, also die Kiste ist so ein 50-50-Ding. Also ich habe oft Spaß dran, aber es kann auch sehr frustrierend sein. Gerade wenn man in diese Gefechte gegen 7er und 8er kommt, da hat man oftmals ein Problem. Und da kann man wirklich dann auch nur als Sniper fungieren. Schade drum, aber was soll's, ne? Ansonsten kann man mal machen, wenn er mal im Angebot sein sollte, aber den gibt es hier auch nur noch recht selten. Aber es ist kein Überpanzer, definitiv nicht. Also 50% Frust, 50% Spaß, so würde ich das sehen. So, bis zum nächsten Mal, euer Stricky.